Es gibt eine neue geheime Exo-Mission mit einem tollen Exoglyph, den Vexcalibur. Wie ihr das alles freispielt, hier in diesem Kurzguide. Let's go! Soweit ich informiert bin, braucht ihr für diese Exo-Mission die aktuelle Saison, die Saison des Widerstands. Geht danach in die europäische Todeszone zum Punkt die Schlucht. Wenn ihr dort angelangt seid, findet ihr an verschiedenen Stellen so blau leuchtende Vierecke in der Luft schweben. Insgesamt gibt es davon 6 Stück und euer Ziel ist es nun, diese 6 Stück innerhalb eines Zeitlimits aufzusammeln. Immer wenn ihr eines von diesen Stücken aufsammelt, läuft ein Timer von 30 Sekunden. Ihr müsst also das nächste innerhalb von 30 Sekunden wieder finden, damit die vorherigen nicht ablaufen. Hier im Video eine schnelle Kurzübersicht, wo die einzelnen Punkte sind. Wenn ihr den letzten blauen Knoten einsammelt, seht ihr schon am Himmel oben ein Vexportal erscheinen. Ihr müsst euch nun in diese Richtung begeben und dort findet ihr dann einen geheimen Höhleneingang. Wenn ihr die Höhle betretet und den Weg folgt, kommt ihr automatisch zu einer freundlichen Harpie. Diese gibt euch die Quest bzw. könnt ihr hier die Mission starten und schon geht es los in die geheime Exo-Mission. Die Mission besteht dabei daraus aus einfachen, leichten Sprung- und Wegepassagen und sehr großen Kampfpassagen. Ich empfehle euch auf jeden Fall mit einem Einsatztrupp von 3 Leuten die Mission zu spielen. Ihr könnt es natürlich auch alleine machen, es kann aber sehr knackig werden, da sehr viele Gegner kommen. Hier im Video zeige ich euch wieder einen Schnelldurchlauf vom Weg, falls ihr euch nicht zurechtfindet. Manchmal sind die Eingänge ein wenig versteckt, aber ihr solltet sie immer wieder gut finden können. Ihr kommt dann automatisch zum ersten Kampf-Encounter, ladet hier eure Munition auf, ihr werdet sie auf jeden Fall brauchen, springt hier links über die Plattformen auf die große Plattform in der Mitte. Hier müsst ihr zuerst einmal ein paar Gegner besiegen, diese hören hier nicht auf zu spawnen und ihr seht dann hier in der Mitte schon dieses Konstrukt, welches sich ein wenig herumbewegt. Sobald dieses hier sich so aktiviert, seht ihr hier vorne an dieser Säule 3 Symbole. Genau diese Symbole werden nun rund um die Säule immer wieder erscheinen. Euer Ziel ist es nun, diese Symbole von oben nach unten in der richtigen Folge abzuschießen. Das heißt hier in diesem Fall zuerst das Raute-Symbol, dann das Viereck und dann das Viereck. In der Praxis sieht das dann so aus, wenn ihr ein Symbol abschießt, dauert es immer wieder ein paar Sekunden, bis die nächsten Symbole wieder kommen. Und während ihr das alles macht, müsst ihr die Gegnermassen unter Kontrolle halten, damit diese euch nicht töten. Das ist also die Herausforderung hier bei dieser Mission, dass ihr während ihr die Symbole abschießt, auch die Gegner unter Kontrolle habt. Da empfehle ich euch hier auf jeden Fall mit einem Einsatzdruck zu laufen. Wenn ihr die ersten Symbole alle richtig eingetippt habt, kommen die nächsten 3 Symbole, die findet ihr hier zu eurer Linken. Jetzt sind es schon 4 Symbole, die ihr merken müsst und wieder bei derselben Säule eintippen müsst, in Anführungszeichen. Dasselbe wiederholt ihr dann auch noch ein drittes Mal. Hier befinden sich die Symbole auf der rechten Seite der Kampfarena. Wenn ihr dann 3-mal die richtigen Symbole immer wieder eingetippt habt, öffnet sich das große Portal bei der ersten Kampfarena. Ihr könnt dann weiter vordringen, ihr kommt zu einer zweiten Kampfarena und dort wiederholt sich das Spiel wieder. Es gibt wieder eine Säule, die sich aktiviert. Ihr seht hier die ersten Symbole auf der linken Seite der Kampfarena, wieder 3 Stück. Danach wieder ein paar mehr Symbole auf der rechten Seite der Kampfarena, wie ihr hier seht. Und dann wieder ein drittes Mal auf der linken Seite hier ein wenig in die Schlucht hinein. Ihr könnt währenddessen nicht wirklich etwas falsch machen. Wichtig ist, dass ihr überlebt. Solltet ihr den Code einmal falsch eingeben, müsst ihr eben nochmal von vorne beginnen. Nach diesem Harpienboss folgt dann wieder ein sehr geradliniger Weg. Hier müsst ihr nur aufpassen, dass ihr nicht von diesen Plattformen herumgestoßen werdet, die immer wieder von den Wänden rausgehen. Ansonsten könnt ihr euch hier nicht wirklich verlaufen und ihr kommt dann hier an diese Stelle, wo ihr durch einen Gang läuft, wo mittendrin viel Wechsmilch liegt. Haltet euch hier entlang der linken Kante und ihr seht unterhalb von euch diese Plattformen, die immer wieder auftauchen und verschwinden.
Ich bin hier so gesprungen, dass ich auf diese Plattform hier gesprungen bin, sobald sie wieder zu verschwinden beginnt. Bis ich dann mit meinem Schweben unten angelangt war, war die Plattform auch für mich wieder da und ich konnte weiter voranschreiten. Folgt auch hier dann wieder dem geradlinigen Weg, ihr kommt dann wieder zu einer Stelle, wo euch Blöcke runterschubsen können, die zeige ich euch hier nicht, das schafft ihr auch selbst, aber ihr kommt dann automatisch zu einer Kampfarena und hier habt ihr dann den ersten Zwischenboss, den ihr besiegen müsst. Bei diesem Boss haben wir eine klein wenig andere Mechanik. Ihr seht hier in der Mitte einen kleinen Raum, der durch ein weißes Schild geschützt ist. Diesen Raum müssen wir hier im Laufe des Bosskampfs immer wieder betreten. Denn sobald der Bosskampf hier startet, erscheinen diese schwarzen Wände und es erscheinen auch sehr viele Gegner, die so halb kaputt sind und explodieren können. Eure Aufgabe ist es nun, diese Gegner so schnell wie möglich zu besiegen, denn diese hinterlassen hier diese pink leuchtenden Datenfragmente. Ihr braucht am Anfang 8 Stück davon, die ihr dann zusammen eben in dieser Lichtsäule in der Mitte einsetzt und sobald ihr das macht, verschwindet der Boden unter euch und ihr seid geschützt. Denn es gibt einen Timer und sobald dieser abläuft, werdet ihr getötet, außer ihr seid eben in diesem Raum. Sobald ihr das einmal gemacht habt, erscheinen wieder sehr viele Gegner, ihr müsst wieder die pinken Fragmente sammeln und erscheint dann wieder auf der Arena. Wenn ihr das einmal nicht schafft, werdet ihr getötet und müsst den Bosskampf von vorne beginnen. Nachdem ihr dieser Vibe-Mechanik zweimal ausgewichen seid, kommt der Boss in die Mitte und ihr könnt endlich Schaden zufügen. Haut hier alles raus, normalerweise solltet ihr die Hälfte des Bossschadens auf jeden Fall schaffen. Denn sobald das geschafft ist, verschwindet der Boss wieder hinter seinem Schutzschild wie am Anfang und es geht wieder von vorne los. Das heißt, es erscheinen wieder diese Gegner, ihr müsst die pinken Fragmente einsammeln, in Sicherheit bringen in der Mitte und das zweimal. Danach erscheint der Boss wieder und ihr könnt ihn besiegen. Danach könnt ihr zum Bereich hüpfen, wo der Boss ganz am Anfang stand. Ihr könnt nun hier weitergehen und kommt wieder auf einen sehr geradlinigen Weg mit diesen fiesen Blöcken, die euch runterschubsen können. Ihr könnt euch hier nicht verirren, passt nur auf die Blöcke auf, nicht so wie ich hier in diesem Fall. Ihr könnt euch hier auf diesen Weg nicht verirren und kommt dann automatisch zum Weg zur Bossarena. Bei späteren Durchgängen der Mission wird es wahrscheinlich auch Geheimnisse geben, welche ich euch dann in einem späteren Video zeige. Vergesst mir daher bitte nicht ein Abo zu hinterlassen, damit ihr auch diese nicht verpassen werdet. Ihr seid nun beim Endboss und dieser besteht aus 3 Phasen. In der ersten Phase erscheint er hier. Ich empfehle euch hier hinter dem Boss stehen zu bleiben und hier schon mal den ganzen Schaden rauszuhauen, den ihr habt. Euer Ziel ist es nun, ein Drittel vom Bossleben runterzuschießen. Dieser wird mit der Zeit von dieser Anfangsplattform verschwinden und gegen den Uhrzeigersinn in der Arena herumwandern, bis er wieder am Anfang ist, wo er hier gestartet ist. Dieser Platz ist auch deswegen praktisch, weil ihr hinter euch hier eine Wand habt. Es gibt hier Wyvern, die einen Sprungangriff machen und euch von dieser Arena runterstoßen können. Achtet also darauf, dass ihr diese Wyvern entweder sehr schnell tötet, ihnen ausweicht oder eben immer eine Wand hinter euch habt, damit sie euch nicht runterstoßen können. Je nachdem, was euch hier leichter fällt, könnt ihr entweder versuchen, den Boss sofort um sein Drittel seines Lebens runterzubekommen und die kleinen Gegner größtenteils zu ignorieren, denn dann geht der Kampf in die nächste Phase, oder ihr macht immer wieder ein paar kleinere Gegner und nebenbei Bossschaden. Die Gegner hören jedoch nicht auf zu spawnen, ihr müsst also darauf achten, dass ihr zwischendurch immer wieder Bossschaden macht. Sobald ihr das erste Drittel abgezogen habt, erscheint hinter dem Portal, wo der Boss erschienen ist, ein offenes Portal zum nächsten Gebiet. Hier ist der Boss wieder und diesmal hinter einem Schutzschild. Euer Ziel ist es nun zuerst, diese Hydra zu besiegen, die hier in der Mitte erscheinen wird. Sobald sie defekt ist, haben wir wieder unsere Putzelsäulen vom Anfang dieser Mission und ihr findet zunächst auf der linken Seite wieder den Code, den wir hier eintippen müssen. Dies ist jetzt schon sehr lange, ihr müsst den Code hier nur einmal richtig eintippen, wenn ihr das gemacht habt, geht das Schutzschild vom Boss weg und es heißt wieder Bossschaden zu machen und zwar genau ein Drittel, um die nächste Phase einzuläuten. Auch hier wird der Boss nach der ersten Schadensrunde wieder immun werden und sein Schutzschild aufbauen, ihr müsst dann wieder die Hydra besiegen und diesmal findet ihr dann auf der rechten Seite der Kampfarena wieder in einer Grube die nächsten Symbole für eure Säule in der Mitte. Sobald ihr die Symbole wieder richtig abgeschossen habt, wird das Schutzschild vom Boss wieder weggehen, diesmal ein letztes Mal. Ihr macht wieder Bossschaden und wenn er sein Drittel verloren hat, dann geht er wieder weg. Und ihr könnt wieder wie bei der ersten Kampfarena hinterm Boss in ein Vex-Portal hineinsteigen.
Wenn ihr durch dieses geschreitet seid, habt ihr die Endphase vom Boss erreicht. Dieser hat nun keine Mechaniken mehr, es erscheinen nun wieder Gegner, denen ihr ausweichen müsst oder die ihr hin und wieder tötet, aber grundsätzlich geht es nun darum, das letzte Drittel vom Bossleben runterzuschießen. Verwendet hier eure Super, eure schwere Munition und ich empfehle vor allem, bleibt hier in Bewegung, lauft immer wieder im Kreis, um den Boss hinter euch herzuziehen und ihr solltet vor allem in der Gruppe kein Problem haben, den Boss so zu besiegen. Ich habe es hier mit einem Solar Warlock gemacht mit meinem aktuellen Bild. Wenn ihr hier Interesse habt, den Bild zu sehen, gebt mir kurz Bescheid. Danach könnt ihr endlich eure Belohnung abholen und zwar könnt ihr hier Vexcalibur ziehen. Dann bekommt ihr nämlich den nächsten Questschritt in die Helm zu fliegen und dort in der Helm beim Strategietisch könnt ihr dann die Waffe endlich abholen. Und Achtung, mit der Waffe kommt auch der Bauplan. Ihr könnt also im Waffenmenü den Bauplan extrahieren und die Waffe dann schmieden in der Enklave. Und das hat folgenden Grund. Die Waffe wird wie die Revision 0 wahrscheinlich aufrüstbar sein, sprich je nachdem welchen Questvorschritt wir hier jede Woche erreichen, können wir neue Katalysatoren und Fähigkeiten freischalten. Ich hoffe, der Guide hat euch gefallen. Ich habe ihn eher kurz zusammengeschnitten, damit ihr einfach schnell in diese exotische Mission reinhüpfen könnt. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare und wir sehen uns bald wieder. Euer Immanuel.